Jetzt ist Regala nicht die Einzige, die einen Krallenschreiter reiten kann. Kann er nicht für mich kämpfen? Oh, komm schon, man kann sie übertreiben. Dieser scheiß Fuchs nix. Dieser Dingsbums. So. Ich finde es schade, dass er nichts macht. Dass man keinen Schaden macht. Warum haben die Pfeile denn so eine komische Flugbahn? Steht dann, macht nichts. Das fand ich ein bisschen schade. Die Maschine, die du überbrückt hast, konntest du A reiten und B war es halt zeitgleich mit reiten und kämpfen. Aber das ich weiß nicht, alles, was Spaß gemacht hat, hauen sie weg. Haben sie irgendwie weggehauen, oder? Ich weiß nicht, es wäre halt mal schön, in den Kommentaren was zu lesen, ob man da irgendwie, ob da Leute halt, ob ich auf dem Holzweg bin oder nicht, oder ob die das so gefeiert haben, oder ob die das, ne, ob die sagen, jo, sehe ich auch so. Irgendwie sowas, aber... Naja, vielleicht in Zukunft.
Das Einzige, was sie gut gemacht haben, ist, dass sie die Aufhebeanimation halt rausgenommen haben. So. Ja, ich glaube, man merkt, dass ich nicht mehr so richtig Lust auf das Spiel habe. Naja, komm. Ab und zu mal ein bisschen die Hauptquest weitermachen, ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Und dann sollte das auch funktionieren. Warum kann ich es nicht sortieren? Warum sprechen die nicht mit uns? Ich kann die nicht mehr grüßen oder so, das ist komisch. Was würde das Spiel sagen, offiziell existieren wir nicht. Was ist das? Feuerklaue. Schwach gegen Eis. Kannst aber in dem Sinne vergessen. Geht die auch weiter? Ist mir schön so. Nach dem anderen hinkriegen zu können. Und natürlich sofort erwischt. Aber instant. Es ist zwar schön, ist vor allem interessant, ne? Ich habe eigentlich den Schwachpunkt getroffen und ich habe keinen grünen Damage gemacht. Eigentlich interessant war. Naja, was heißt interessant ist? Irgendwie scheint es alles so ein bisschen buggy zu sein und es scheint den Leuten, scheint den Entwicklern scheißegal zu sein, dass das der Fall war. Oder ist. So, als hätten sie es nie nachgepatcht. Aber warum auch? Das sind ja genug. Finde ich schade. Finde ich sehr traurig. Sehr schön. Ich bin sicher. Boah, da ist der doch schon wieder. Ein normaler Schuss ins Gesicht hat mehr Damage gemacht als ein Schuss auf die Schwachstelle. Kann man mal machen. Ich könnte dich vorbeischleichen, aber ich will das nicht.
Du solltest eigentlich nicht in diesem Damage-Areal sein. Großer Bär. So, der ist hinüber. Das ist ganz gut. Da ist noch einer. Okay, das wird zu nah. Habe ich jetzt meine Lippen ans Mikrofon gehalten. Will er nicht so laut schreien? Ich meine, grafisch haben sie hier echt was hingelegt. Das muss man lassen, aber das war es halt leider auch schon. Gefühlt. Story hin oder her. Aber so ein stiller Schlag ist natürlich auch echt. Er lockt jetzt, aber er macht halt auch nicht so viel Damage. Das war von der Feuerklaue mehr als genug weit weg. Das ist gut. So. Hält auch kaum Damage. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass da irgendwas, falsch mache. Aber mit diesen ganzen Fähigkeiten und diesen ganzen neuen Funktionen, weil es hier angeblich zu einfach wäre, weißt halt auch nicht, was du genau machen musst, damit du halt ordentlich Damage raushaust. Schön. Will zwar nichts sagen, aber wie steht die auf einmal da?
Ich will zwar nichts sagen, aber... Wir sind eigentlich im Wasser. Alter Schwede. Ja, das mit dem Feuer, während wir im Wasser stehen und uns hin und her wälzen, ist mir schleierhaft. Und irgendwie der mangelnde Schaden ist mir halt auch irgendwie schleierhaft. Ich weiß es halt auch nicht so ganz, was das jetzt genau soll. Warum sie das jetzt so verschwert gemacht haben, ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Kriegst ja auch keine Antwort. Ich hatte damals gefragt, warum sie die PC-Version so beschissen gemacht haben. Aber das wollten sie ja auch nicht beantworten. So, dann holen wir hier nochmal die Drohne, ha? Muss ich hier hoch? Ich würde gerne schon da hoch. Die Frage ist nur, wie komme ich da hoch? Basengreifpunkt hier auch. Klappt super. Mit den Greifpunkten. Ich verstehe es nicht, wie man... Das klappt natürlich von hier aus nicht, ne? Na klar. Na dann. Okay. Jetzt her mit den Daten aus der Drohne. Super, und jetzt bloß weg von diesem roten Scheiß.
Ja, am Anfang hat es Spaß gemacht, jetzt halt irgendwie nicht mehr. Weil es das alles irgendwie ganz komisch anfühlt. Es fühlt sich einfach unfertig an. So, ich weiß nicht, ungewollt. Man hat sich keine, gefühlt in meinen Augen, keine Gedanken drüber gemacht, was man halt will. Und hat halt einfach irgendwas genommen. Ja, machen wir das doch mal weiter. Oh. Ist ja egal. Ich meine, das mit dem Tauchen, mit den neuen Tieren und alles sozusagen, finde ich ja super. Irgendwie. Welch ein Anblick, oder? Hätte nie gedacht, einmal so tief in Tenakt-Gebiet zu kommen. Hattest du unterwegs Ärger? Hab versucht, nicht aufzufallen. Ein paar Mal musste ich wegen Tenakt-Patrouillen im Sumpf untertauchen. Aber jetzt bin ich hier. Raus damit. Wer ist Amadis wirklich? Wie schon gesagt, er half mir, eine Jägerkillermaschine in der Wildnis zu erledigen. Erst dachte er, ich wäre bloß eine Jägerin der Loge, die die größten Maschinentrophäen erlegen will. Und ich dachte, er wäre nur ein mürrischer Eremit aus den Wäldern. Aber? Doch dann vertraute er mir die Wahrheit an. Erzählte, wie er in den roten Raubzügen alles verlor. Diese Seite von ihm zu sehen, ich weiß nicht, änderte alles. Du liebst ihn, oder? Kann schon sein, ja. No. Warum habt ihr euch dann getrennt? Er erzählte, dass er seine Frau nicht schützen konnte. Und ich sagte ihm, wie ich den Tod meines Vaters und Bruders akzeptiert hatte. Ihm wurde klar, dass er das auch machen musste. Allein. Moment. Als wir das Schlachtfeld der roten Raubzüge absuchten, sagtest du, er hätte jemand Geliebten verloren. Ich dachte, du meintest einen Soldaten. Das war sie. Frauen dürfen nicht in der Armee der Khajar dienen. Daher hatte Nessa sich verkleidet. Amadis warte ihr Geheimnis. Als er nach Westen aufbrach, versprach er mir zu schreiben, dass es ihm gut geht. Doch dieser Brief kam nie an. Also wolltest du ihn finden. Und wenn wir das tun, habe ich ihm nach dieser Schnitzeljagd ein paar Wörtchen zu sagen. Tja, zumindest verstehe ich jetzt mehr. Amadis dachte, Nessa starb auf dem Schlachtfeld. Als er erfuhr, dass die Tenakt Gefangene nach Westen brachten, ging er weiter. Wir müssen wohl diesen Kerker finden. Die Fäulnis. Ich habe mich währenddessen umgesehen. Ich weiß vielleicht einen Weg. Dann mal los. Ja, ne? Na komm, helf mir dir mal. Glaubst du, Nessa könnte noch leben? Ich bezweifle es. Khajar-Gefangene aus den roten Raubzügen sind mittlerweile wohl tot oder wieder zu Hause. Was sucht Amadis dann? Ich denke, er braucht Gewissheit. So, nehmen wir mal mit, was wir können. So, wir haben alles. Hier drüben, du brennender Schrotthaufen. Das ist er. Feuerklaue ist hinter ihm her. Autsch. Alleine hat er keine Chance. Hab ich dich, ja. Tanana? Wir geben dir Deckung. Yeah.
Au. So, jetzt brauche ich aber mal einen Reinigungstrank. Habe ich da noch einen? Super. Was ist denn der andere Trank? Okay, mittlerer Gesundheitstrank. Habe ich nur Plätze für drei Tränke? Das ist irgendwie ein bisschen lame. Gut, wo sind denn die beiden? Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht. Aber ist okay. Für den nächsten Kampf. Nora-Freundin? Aloy? Ja. Talana, ich... Du solltest mir schreiben, dass es dir gut geht. Ich wollte den Brief abschicken, nachdem ich mit einer Osaram-Karawane die Wüste durchquert hatte. Doch als der Tunnel hinter uns eingestürzt war, begriff ich, dass ich nur noch weitermachen konnte. Da du aber einen Weg hierher gefunden hast, war das offenbar falsch. Tut mir leid. Ich wollte nicht, dass du dir Sorgen machst. Also, du bist wohl Amadis. Und du musst Aloy sein. Talana hat mir viel über dich erzählt. Und du weißt bestimmt einiges über mich. Ein bisschen. Ein wenig. Du warst wohl unterwegs zur Fäulnis. Aber was wolltest du dort finden? Einen Hinweis. Oder den Hauch davon. Irgendwas über Nessas Schicksal. Vielleicht starb sie auf dem Schlachtfeld. Oder sie sieht im Gefängnis dahin. Wie dem auch sei, ich muss es wissen. Talana erzählte mir von dir und Nessa an den roten Raubzügen. Du hast ihr Geheimnis bewahrt. Wir waren beide bei der südlichen Speerdivision. Wir sollten durch den Tunnel in Tenak-Gebiet vorstoßen. Anfangs war sie stolz, dem Sonnenreich zu dienen. Doch mit zunehmender Grausamkeit erkannten wir, was die Raubzüge waren. Und ihr kamt euch näher. Wir taten, was wir konnten, um Unschuldige zu schützen. Es war, als wären wir die Einzigen, die sich dem Gemetzel widersetzten. Und ja, wir waren uns nah. Bis zur Schlacht der brennenden Blüten. Also, du und Talana, klingt, als hättet ihr ein Abenteuer erlebt in der Wildnis. Krallenschreiter, ein Jägerkiller, Söldner, ein Panzerschnapper. Nichts konnte sie aufhalten. Ein grimmiger Eremit in den Wäldern hat es versucht. Rückblickend war das von ihm äußerst dumm. Ach hier, die zwei. Ja, jetzt sind wir hier. Gehen wir zur Fäulnis. Ihr solltet besser hier bleiben. Ich fühle mich schon schlecht, dass ihr hier seid. Ich bin nicht so weit gelaufen, um dich jetzt gehen zu lassen. Wir bringen es gemeinsam zu Ende. Ich werde besser nicht versuchen, dir das auszureden. Dann los. Die Fäulnis ist ganz nah. Jetzt habe ich mich doch wieder ablenken lassen. Liegt am Ufer, aber machen wir aber beim nächsten Part weiter. Macht's gut, Leute. Tschüss.